Kommen wir zur meistgestelltesten Frage. Freunde, es ist kompliziert. Aber die Antwort lautet... Power! Das ist mein Kaninchen. Und das sind eure Fragen. Die letzte Frage wird euch safe umhauen. Und deswegen bleibt bis zum Ende dran. Salzpreise fragt, kommen mehr Podcast-Folgen? Und wenn nein, warum? Ich habe gerade leider Beef mit Fussel, deswegen wird das schwierig. Was? Nein, das stimmt doch gar nicht. MC YouTube Chaos fragt, hast du schon positive Erfahrungen mit dem Face-Reveal gemacht? Und wenn ja, welche? Nee, habe ich leider noch nicht. Spaß. Nee, ihr habt alle wirklich super liebes Feedback gegeben. Danke euch dafür. Ich dachte, du bist schöner. Das tut jetzt irgendwie weh. Wolfgang Brand 881 fragt, Servus Tordi, ich hätte da eine Frage. Und zwar, in welcher Stadt wohnst du? Oder welche Stadt ist in deiner Nähe? Also Bruder, ich könnte dir auch gerne meine Telefonnummer geben, meine Adresse, Kontodaten. Solange du nett fragst, ist alles super. Artox 139 fragt, willst du auch bei Formaten wie Croft Attack aktiver mitmachen? Naja, wenn ich eingeladen werde, safe. Dafür muss ich erstmal von den Teilnehmern gewotet werden. Ich gebe den allen 50 Euro, wenn sie mich voten. Julia Lies ZP, ach Digga, ich scheiß auf die Namen. Frag, hi, erstens, wie geht es dir heute? Mir geht's super, danke der Nachfrage. Zweitens, magst du Züge? Nein. Drittens, bist du Marvel- oder DC-Fan oder beides? Finde die Filme von Marvel echt schon schön so? Eher Marvel-Fan, ja. Luxus Cutter fragt, was ist deiner Meinung nach die schlechteste Angewohnheit, die du hast? E6 Gaming 1 fragt, welchen Bildungsabschluss hast du und wirst du machen? Ich habe erst vor ein paar Tagen mein Abi bestanden, 2.9. Ich bin sehr stolz darauf. Plan B existiert zwar, muss aber noch ausgefeilt werden. Dafür bin ich halt leider viel zu faul. Warum stehe ich hinten? Ich habe keine Ahnung. Eis3NVS013 fragt. Mit oder ohne Butter oder bei Nutella? Überleg, davon hängt deine Zukunft ab. Ach du Scheiße, Mann. Wie meinst du das? Ach so, ja. Darauf ja. Habe ich eine sehr weise Antwort und zwar... Ja, scheiß drauf, habe ich doch nicht. Geht beides fit eigentlich, aber ich bin halt zu faul, zweimal mein Brot aufzuschmieren und das ist irgendwie voll uneffektiv und so. Deswegen eigentlich ohne Butter. Theodor, der krasse 4273 fragt, also was für eine Art YouTube würdest du dich hauptsächlich sehen? In der Zukunft werde ich vermutlich hier eher Gaming und Unterhaltung hochladen, aber genau weiß ich das noch nicht. Das kann man, glaube ich, keine Unterhaltung nennen, mein Freund. Bro, wer bist du und was machst du in meinem Zimmer? Das ist Comedy. Franziska Force 9084 fragt, mit was schneidest du deine Videos? Eigentlich ist das doch selbsterklärend, oder? Mit einer Schere, Bruder. Und hier musst du jetzt, glaube ich, einen Cut, ne? Boah, Bruder, das hat funktioniert, oder? Ja, das war wieder so unlogisch. So, jetzt heißt es. Jetzt 543 fragt, willst du in deinen Streams manchmal mit der Community zum Beispiel Minecraft spielen? Ich spiele bereits auf Twitch eigentlich immer Minecraft mit meiner Community. Also, was willst du eigentlich von mir, hä? Ganggang 99 fragt, okay, Tordi, du Süßer. Hallo. Hattest du schon mal einen YouTube-Kanal? Wenn ja, gibt's den noch oder nicht? Nope, ich habe tatsächlich noch keinen YouTube-Kanal davor gehabt. Also, das ist mein erster. Das ist krass, oder? Nee, das ist wirklich krass. Eigentlich schon. The Crofter fragt, haben dich deine Eltern supportet, als du da gesagt hast, dass du YouTuber bzw. Streamer werden willst? Du supportest mich, willst oder? Willst du auch mal was Richtiges machen? Das tut mir. Melvin59 fragt, bist du gut in Geografie? Ich glaube schon, wir können ja mal schauen. Okay. Kennt man die Brücke? Salem GRG fragt, wie oft wurdest du schon erkannt seit deinem Face-Reel? Seit meinem Face-Reel bin ich ungefähr erst einmal von meinem Grundstück gegangen und da wurde ich nicht erkannt. Besser ist es. Und übrigens, Face-Reel wird anders geschrieben. Just Charlie so. Fragt, was ist dein Lieblingstier? Und dann noch so ein Giraffen-Emoji. Eisbär oder Kaninchen? Ach übrigens, für die Leute, die fragen, das ist mein Kaninchen. Sie heißt Brownie, sie ist, keine Ahnung, 3 Jahre alt oder so. Ihr Name kommt daher, dass ihr Fell braun ist, man hier offensichtlich erkennen kann. Und sie ist ein deutsches Riesenkaninchen. Deswegen ist sie auch so Big Baba Bubu. Martha Disco fragt, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Lakritz. Was? Ritter Sportnuss Nougat Schokolade. Die ist so geil, Mann! Luffy Roblox 2010 fragt, hey Tordi, ich habe zu 3 Fragen. Wäre nice, wenn du sie beantworten würdest. Erste Frage ist, was war dein Lieblingsfach und warum? Geschichte. Und zwar, weil es mich halt interessiert hat, keine Ahnung. Zweitens, was hast du noch vor, so also streammäßig? Ja, täglich halt Twitch streamen, vielleicht noch ein bisschen mehr YouTube hochladen, so, keine Ahnung. Was ist das für eine Frage, Mann? Das waren noch nur 2 Fragen, du hast gesagt, du willst 3 Fragen fragen. Tanja Dorok 2611 fragt, wie groß bist du? Also momentan habe ich ungefähr 370.000 Abonnenten. Ach so, du meinst in Real Life, ja. Ich bin 1,90 groß. Boots! Okay, reicht jetzt auch wieder mit dieser hochqualitativen Comedy. Hillclimb Racing 2.0 fragt, wieso wolltest du nicht vor 100.000 dein Gesicht zeigen? Das liegt an Hillclimb Racing. Was? Ich habe keine Ahnung, Bruder. NoGX4CD fragt, was sind deine Pläne für die Zukunft? Was hast du in der Zukunft vor? Eigentlich will ich eine Familie gründen, irgendwo auf einem friedlichen Fleck auf dieser Erde ziehen und meinen Kindern wirklich eine super Zukunft ermöglichen. Spaß, ich will den goldenen Playbutton auf YouTube bekommen. Ja, Mann! Das Video ist gerade viel zu ernst geworden. Davids 2006 fragt, wann kommt der wahre Tordi? Hey FBI, er ist in der Kommentarspalte. Ich wiederhole. Er ist in der Kommentarspalte. Er weiß zu viel. Wiederhole, der Adler ist gelandet. Roger. MC YouTube Chaos fragt, wie hoch sind deine YouTube-Einnahmen? Das kann ich eigentlich nicht so genau sagen, aber momentan so zwischen 4.000 bis 7.000 Euro im Monat brutto. Ich will ja auch irgendwann mal im Lambo fahren. Deswegen kommen jetzt auch wahrscheinlich mehr Videos. Leonard 9471 fragt, wie lange hast du vor, YouTube zu machen? Bis genau 17.34 Uhr. Also genau in 3, 2, 1. Ich bin jetzt erstmal weg, Jungs. Ach nee, ich muss ja noch mein Lambo finanzieren. Leonard of Bayern 9441 fragt, was ist dein Lieblingsfußballverein? Eigentlich Schalke.
aber die sind jetzt mies abgestiegen. Hat nicht letztens Deutschland irgendwie im Eishockey gewonnen? Ich werde Eishockey-Fan. Was gibt's da so für Mannschaften? Eisbären Berlin klingt gut. Da gehe ich rein. Zeitgo 1741 fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube anzufangen? Also in einem Traum ist mir mal ein Mann erschienen, der mir gesagt hat, du schaffst das, wenn du richtig durchziehst. Mach YouTube, das wird wirklich was. Und ab diesem Tag wusste ich dann, dass so einiges in meinem Kopf einfach nicht funktioniert. Diamond Skill fragt, hi Tordi, ich habe ein paar Videos für dich gemacht. Es wäre schön, wenn du dir sie mal anschauen würdest. So ein richtiges Big Baba Bubu Face Reel mache ich erst, wenn ich wirklich 100.000 Abonnenten auf meinem Haufen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, Bruder. Wenigstens hat er mich als Vorbild. Zogai fragt, Bauchrücken oder Seitenschläfer? Seitenschläfer, der Rest ist auch irgendwie ein bisschen weird, oder? Kati 3186 fragt, was ist dein Lieblings-YouTuber? Gibt's viele, aber Paluten mag ich besonders gerne. Ja, alles Gute nachträglich, Tordi, Alter. Ach, so ein süßer Mann, Alter. Das hat mein Tag gerettet. Louis Schlull fragt, magst du Brot? Ja, natürlich mag ich Brot. Was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis, grün oder sowas? Was ist dein Lieblingsfilm? Natürlich, Zurück in die Zukunft. Wer was anderes behauptet, ist schrecklich. Meine Brille rutscht. Wie soll ich reagieren? Hilfe. Oh nein, nein, nein. Das war doch knapp, würde ich sagen. Leonie YouTube fragt, bist du hübsch? Das ist eine sehr gute Frage. Was ist das für eine Frage? Schau halt selber, what the fuck? I guess liegt im Auge des Betrachters. Bahne Hannover fragt, ist deine Kamera die Sony Alpha 7 III? Aua, das stimmt sogar. Die ist richtig gut, ne? Schaut selber. LOL, Amalfoy, was weiß ich, 5771, alter Mann, alter, diese Namen. Hast du blonde Haare? Kannst du ja mal nachschauen, oder? Knulli 3096 fragt, was hörst du für Musik? Hauptsächlich 80er, 90er. Das ist wirklich geile Musik. Mr. Easy Bild fragt, hey Tordi, auch ich habe ein paar Fragen. Erstens, treibst du Sport und ja, welchen? Jo, ich trainiere momentan. Zweitens, spielst du auf einem Musikinstrument? Wenn ja, welches? Ja, ich spiele Klavier und Orgel. Drittens, was machst du in deiner Freizeit? Ich habe keine Freizeit, ich mache nur YouTube. Viertens, wie viel Zeit in deinem Leben beansprucht YouTube? Alles. Fünftens, die Beschreibung auf deinem Hauptkanal ist immer noch: Hier findest du wöchentlich Videos über das Thema Minecraft. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Das ist schon zu alt. Er weiß zu viel. Ich versuch's einzuhalten. Kommen wir zur meistgestelltesten Frage. Silans Zunft 2344 fragt: Hi Tordi, hast du eine Freundin? Es ist kompliziert. Aber die Antwort lautet: Ja! Warte, ich hol sie kurz ins Video. Wartet kurz. Ja, kannst reinkommen. Das ist die Glinde. Bitte seid nett zu ihr, sie war noch nicht so oft vor der Kamera. Wir sind jetzt schon seit 2 Jahren zusammen. Nein, Freunde, jetzt mal im Ernst. Ich bin und bleibe erstmal nur mit YouTube in einer Beziehung. Also in anderen Worten, nein, ich habe keine Freundin. Ich konzentriere mich auf YouTube. Wie wäre es mit mehr Real-Life-Content? Interessanter Gedanke auf jeden Fall. Das ist eine richtig fette Fliege, Mann. Liked gerne das Video, falls ihr mehr Real-Life-Content sehen wollt. Und kommentiert gerne Formate, die ihr hier in Zukunft sehen wollt. Da könnte man safe was Lustiges draus machen. Momokrieger fragt, bist du schwanger? Scheiße, ja, Mann, Alter. Ich muss hier weg, Mann. Ende.